Da sind sie, frische Miesmuscheln, gekocht mit Weißwein und Butter in einem Monat mit R. Das funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, nun geht er los. Miesmuscheln Reloaded 2.0. Einer unserer allerersten Filme, noch ohne Kamerafrau Carmen. Ergebnis sieht man, aber wir haben ihn drin gelassen, als ewige Mahnung, dass wir uns ständig verbessern wollen. Kleine Klugscheißerei am Anfang. Miesmuscheln, natürlich, wisst ihr, Monate mit R. Die Sommermonate, also die ohne R, sollte man möglichst keine Miesmuscheln haben. Miesmuschelzeit ist Winterzeit. Was wir noch brauchen, ist reichlich Zwiebeln, schon mal klein geschnitten. Schöne kleine scharfe Gemüsezwiebeln, geht am besten eine ordentliche Portion Butter. Das ist wichtig. Wir haben hier übrigens 1,4 Kilo Miesmuscheln, ein halbes Stückchen Butter, eine ordentliche Flasche trockenen Weißwein. Den du schon probiert hast. Und Zwiebeln. Man muss immer alles probieren, bevor man damit kocht. Es hätte ja auch sein können, dass der Wein korkig ist bei seinem Drehverschluss. Genau. Also, was noch wichtig ist, wenn ihr Miesmuscheln habt, sie sollten zu sein. Wenn die auf sind, kann es sein, dass diese Miesmuschel sich schon vor ein paar Tagen verabschiedet hat. Also geschlossene Muscheln im Topf, dürfen sie aufgehen, müssen sie aufgehen, dann sind sie gar. Wenn ihr nach dem Kochen geschlossene Miesmuscheln findet, lasst sie zu. Wer weiß, was sich da drin alles findet. Eine geschlossene Miesmuschel bleibt geschlossen. Der erste Schritt ist die Butter zerlassen und da drinnen die Zwiebeln anschwitzen. Und da ich selber unheimlich gerne italienisch essen gehe, weiß ich natürlich, dass unsere Kollegen aus den italienischen Küchen die Miesmuscheln ganz anders zubereiten, zum Beispiel in einer Tomatensoße mit Knoblauch und frischen Kräutern. Aber hier bei uns oben in Norddeutschland auf den friesischen Inseln gibt es nur Butter und Zwiebeln. Jetzt hätte ich beinahe die Zwiebeln schon wieder über dieses Loch da reingeschüttet. Das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, Carmen, die werde ich mir niemals abgewöhnen, oder? Nee. Also, anschwitzen. Was heißt anschwitzen? Natürlich, das wisst ihr alle, wir wollen alles, aber keine Farbe. Wir wollen an die ätherischen Öle heran. Und da das so ein bisschen vor sich hinschnurzelt, gleich kräftig Pfeffer. Kräftig. Weil die Miesmuschel, die kann einiges vertragen, da gehört einiges hinein. Also ihr seht schon, auf meine 1,4 Kilo Miesmuscheln, das sind schon hier ein paar Umdrehungen. Und es fängt jetzt schon an zu duften. Zwiebeln in Butter mit frisch gemahlenem Pfeffer alleine, das duftet ja schon. Also, jetzt haben wir hier reichlich Pfeffer, Zwiebeln und Butter. Natürlich wisst ihr alle, da kommt kein Salz ran. Warum kommt da kein Salz rein? Weil diese Freunde bringen uns reichlich Salz mit. Und zwar in Form von Meerwasser. Und jetzt unser Riesling, ein trockener Weißwein obendrauf. Das ist das Wichtigste. Und jetzt, das Rezept ist so unglaublich kompliziert, da kommt jetzt ein Deckel drauf. Das Ganze lassen wir jetzt einmal aufkochen und dann werden sich die Muscheln öffnen. So, 3-4 Minuten, länger hat es nicht gedauert und die Miesmuscheln fangen an zu kochen. Und wir müssen natürlich die oberen jetzt noch einmal kurz nach unten bringen. Einmal kurz aufkochen, sodass sie wirklich alle geöffnet sind. Einmal kurz durchrühren und wer mag, kann an dieser Stelle schon frisch gehackte Petersilie dazugeben. Ups, eine Muschel daneben gefallen. Ab hinein, fertig. So, nach wenigen Minuten sieht es so aus. Gekochte Miesmuscheln. Alle sind offen. Oh, wie es duftet. Mhm. Also, ich kenne wenige Gerichte, die mit noch weniger Zutaten auskommen als Miesmuscheln. So, die kommen in eine Terrine hinein. So macht man das in Friesland nach einem ordentlichen Strandspaziergang. Ein schönes Weißbrot dazu. Und dann kommt diese Terrine nur in die Mitte auf den Tisch. Draußen schönes Schiedwetter. Und dann schmeckt eine Miesmuschel erst richtig, richtig gut. Schau mal, Carmen. Sieht toll aus. 1,4 Kilo. So sieht das schon aus. Miesmuscheln. Super schnell, super einfach, jetzt wird probiert. Für alle diejenigen, die noch niemals Miesmuscheln gegessen haben,
Kleiner Tipp vom Miesmuschelliebhaber. Die erste Muschel nimmt man mit der Hand heraus. Darf ich jetzt auch mal? Gleich. Gleich. Super lecker. Und dann habt ihr so eine schöne kleine natürliche Zange. So eine kleine Knicktang, ne? Und dann nimmt man die zweite Miesmuschel. So. Und jetzt kommt diese kleine Zange zum Einsatz. Schaut mal. Und so. Süß. So isst man Miesmuscheln. Ihr ahnt, was das nach für einen Haufen an leeren Schalen gibt. Und so futtert man sich durch. Aber Carmen, du möchtest bestimmt auch probieren, ja, oder? Ja, genau. Dann komm mal ein bisschen näher ran hier. Komm mal her. Miesmuschel. So. Mhm. Und, was sagst du? Mhm. Lecker. Ist doch gut, ne? Mhm. Schmeckt richtig sehr gut. So, und jetzt zum Thema Fond. Die stellen wir mal eben an die Seite, halten wir warm. Die dürfen nicht kalt werden. Hier haben wir jetzt, wie ich finde, einen der schönsten Fonds überhaupt aus unserer norddeutschen Küche. Butter, Zwiebeln, Weißwein und Meerwasser. Es ist so unglaublich gut. Daraus kann man die besten Fischsoßen oder Suppen kochen. Aber in Friesland nimmt man den Topf und jetzt werden die kleinen Tassen gefüllt. Nicht ganz voll, nur so einen kleinen Schuss da hinein. Diesen Fond, das hier, schlürft man nebenbei zu seiner Miesmuschel. Wie gesagt, mit frischem Brot. Oh, was scheun, dass ich aus Norddeutschland komme. Ist das lecker. Miesmuschelfond zu den Miesmuscheln nebenbei geschlürft. Dazu unseren Pott mit Miesmuscheln. Ach, was ist das Leben scheun. So, ihr Lieben. Das war Miesmuschel 2.0 Reloaded. Weitere Rezepte werden eingeblendet. Carmen und ich, wir müssen uns jetzt beeilen, weil das darf nicht kalt werden. Wir haben euch lieb. Stimmt doch, Minder, oder? Unbedingt. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt, Kalle kocht. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.